Und heute feiern wir, vielleicht habt ihr es schon, vielleicht tun es einige heute Abend, den Nikolausabend. Und ihr seht hier, ich habe das super gesungen, meine Nikoläuse hier. Heute ist ja nicht der erste Advent, sondern, Susi, was denkst du? Der zweite Advent! Wir feiern heute den zweiten Advent und heute mit dem zweiten Advent fällt auch der Nikolaustag. Und Nikolaus ist nicht nur hier eine Schokofigur, sondern Nikolaus, der hat wirklich gelebt. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Mensch gewesen und über den werden wir heute was hören. Okay, macht euch bereit. Ich stelle Nikolaus mal hier hin. Und jetzt, bevor wir die Geschichte hören, werden wir ein Spiel spielen. Seid gespannt! Aufgepasst, es ist wieder Spielezeit. Also, Susi und ich, wir spielen sehr gerne, wie ihr mittlerweile bemerkt habt. Wir sind auch sehr zielstrebig. Also, wer gewinnt heute, Susi oder ich? Ihr dürft zu Hause abstimmen. Wir spielen ein kleines Adventsspiel. Passend zur Jahreszeit haben wir ein paar Nüsse vorbereitet und zwei Schälchen. Und das Spiel ist jetzt, wer am schnellsten die Nüsse sortiert. Es sind nämlich zwei verschiedene. Und Susi und ich müssen jetzt auf die Schnelligkeit die Nüsse sortieren. Und dann sehen wir, wer gewinnt. Was meint ihr? Ich glaube, das letzte Mal habe ich gewonnen. Das war letztes Spiel. Dass ich diesmal gewinnen werde. Ich glaube nicht. Ich gewinne ja oft. Nein. Aber ich würde sie auch gönnen. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Ich hoffe, unser Team feuert uns an. Und dann los geht's. Abschnitte, fertig, los. Susi! Susi! Auf alle! Komm ein bisschen schneller! Komm! Tada! So, ich kontrolliere nochmal. Eine Nuss, eine Nuss. Aber nicht schlecht. Nochmal, also, nochmal. Genau. Okay, noch einmal. Ich gebe dir noch eine Chance. Okay, hier. Vielleicht schaffst du es jetzt. Okay, nochmal durchmischen, damit es auch fair ist. Also, holt euch jetzt ein paar Nüsse zu Hause, zwei Schälchen und macht direkt gleich mit. Wir warten noch ein paar Sekunden auf euch. Seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig, los! Ja, ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Wenn nicht, dann macht's gleich. Und ja, ich würde sagen, cooles Adventspiel. Ja.
Jenny, was spielt und bastelt man im Advent? Ganz viel. Was ich liebe, sind Adventskalender vorher. So wie der hier, den hat Regina gebastelt. Da sind ganz viele Zahlen drauf. Bis zum 24. kann man dann jeden Tag ein Türchen öffnen. Aber man kann auch Lebkuchenhäuschen backen und basteln. Tannenbäume aus grünen Blättern oder anmalen. Oder was auch cool ist, nach draußen gehen, Blätter sammeln, die in ein Buch legen und daraus was basteln. Es gibt ganz, ganz viel. Was mache ich denn noch gerne? Geschenke einpacken. Das gehört ja auch zum Basteln. Du nimmst Geschenkpapier, Tesafilm, eine Schere und packst deine ganzen Geschenke kreativ ein. Machst einen Bonbon draus oder bastelst irgendwas. Weihnachtskarten, die kann man gut verschenken. Sei es eine Postkarte, eine faltende Karte und dann was Nettes reinschreiben und an die Liebsten verteilen. Also ganz, ganz viel. Oder man spielt ein Spiel mit den Nüssen, was wir mit Susi gemacht haben. Also es gibt ganz, ganz viel. Also seid kreativ und macht was draus. Und nun hören wir die Geschichte über den Mann, von dem wir vorhin gesungen haben. Über Nikolaus. Ja, tatsächlich, es gab den Nikolaus wirklich. Also seid gespannt, hört ganz aufmerksam zu. Ich werde euch jetzt was über den Sankt Nikolaus erzählen. War er der Erfinder der Süßigkeiten, der Bruder vom Weihnachtsmann, oder hat es doch eher was mit der Kirche zu tun? Es war einmal vor langer Zeit, lebte ein Junge, der Nikolaus genannt wurde. Die Eltern von Nikolaus starben sehr früh und Nikolaus war so traurig. Nikolaus erlebte nach dem Tod seiner Eltern sehr, sehr viel Geld und Reichtum. Gold, Silber, Edelsteine, Ländereien. Und auch viele Diener, die sich um ihn kümmerten. Nikolaus war trotzdem sehr traurig und konnte sich über sein Reichtum gar nicht freuen. Eines Tages passierte etwas, was sein ganzes Leben veränderte. Er wollte sich schlafen legen und stieß dabei ungeschickt mit dem Fuß an einen Tonkrug, in den viele Schriftrollen steckten. Der Krug zerbrach, die Schriftrollen verteilten sich auf dem ganzen Boden. Nikolaus ergriff an der Schriftrolle und begann Folgendes zu lesen. Da war ein reicher Mann, der lebte herrlich und in Freuden. Da war aber auch ein Armer, der lag hungernd vor seiner Tür und wollte nur Brot sammeln, die dem Reichen vom Tisch fielen. Doch diese gönnten die Reichen dem Armen nicht. Als der Arme starb, wurde er von den Engeln in den Himmel getragen. Auch der Reiche starb, doch es kam keine Engel, um ihn zu holen. Gleiche ich nicht dem reichen Mann in der Geschichte? Dachte sich Nikolaus. Schön bin ich gekleidet, lebe mein Leben in Saus und Braus. Die Bettler draußen beim Stadttor sehe ich mit meinen Augen nicht. Morgen werde ich mein Leben ändern. So will ich früh aufstehen und mich nach ihnen umsehen. Am Morgen schlich sich Nikolaus zum Palast hinaus. Nach dem Stadttor fand er die Ärmsten der Stadt, zerlumpt, krank und elend. Als sie Nikolaus erblickten, streckten sie die Hände entgegen. Nikolaus wollte in die Taschen greifen, doch an seinem bestickten Kleid gab es keine Taschen. Flink löste er die seine schwere Goldkette vom Hals, zog sich den Ring vom Finger und gab ihnen den wertvollen Schmuck. Danach schlüpfte Nikolaus aus dem bunten Rock, den Sandalen, die er anhatte, und verschenkte auch noch seine Kleidung. Warm wurde ihm ums Herz, glücklich ging er nach Hause. Nun war er wieder fröhlich. Am nächsten Tag beauftragte Nikolaus seinen Hofschneider mit der Aufgabe, auf seine Kleider große Taschen aufzunähen. Vergnügt schlüpfte er in seinen weiten roten Mantel und spazierte am Abend durch den Garten. Er füllte seine Taschen mit Nüssen, Äpfel und Mandarinen. Erneut schlich er sich aus dem Palast, ging zu dem Armen und verteilte alles. So beschenkte Nikolaus nun fast jeden Tag die Armen, die der Stadt vorbei war, seine lang andauernde Traurigkeit. Als Nikolaus 12 Jahre wurde, besuchte er eine Schule, weit von seiner Heimat entfernt. Er wurde von berühmten Lehrern unterrichtet und auch in der Bibel las er und lernte das. Und wenn er danach durch die Stadt lief, gab er mit vollen Händen, wo er Not und Elend sah. Eines Tages
hörte er in einem Gottesdienst, dass Christus zu einem reichen jungen Mann gesagt hatte: Willst du mein Freund sein, so verschenke alles, was dir gehört, an die Armen. Über diese Worte hatte Nikolaus oft nachgedacht. Nun ließen sie ihn nicht mehr los. Er rief seinen Angestellten und befahl ihm, Geld und Gut an die Armen zu verteilen. Er selber wollte sich auf in das heilige Land reisen und aufmachen, als da, wo Jesus gelebt hatte. Er zog durch das Land und predigte das Wort Gottes. Den Kindern erzählte er Geschichten aus der Bibel. Als er wieder in die Heimat zurückkam, erfuhr er, dass der alte Bischof gestorben war. Der Bischof war in der Kirche der Mensch, der verantwortlich war für das, was in der Kirche passierte. Sofort kamen die wichtigsten Männer der Stadt zusammen und fragten ihn, ob er nicht ihr neuer Bischof werden könnte. Sie hatten ja gehört, dass er Jesus liebte und so viel Gutes getan hatte. Von dem Tag an sorgte Nikolaus für die Gläubigen wie ein Hirte für seine Schafe. An seinem Geburtstag kleidete sich Nikolaus jeweils in den kostbaren Bischofsmantel und nahm seinen Hirtenstab zur Hand. Seinen Esel belud er mit einem schweren Sack. Dieser war mit leckeren Nüssen, Mandarinen, Äpfel und Honigkuchen gefüllt. Nikolaus schritt durch die Straßen und verteilte die Gaben, machte diesen Tag zu einem großen Fest. Bischof Nikolaus starb im Jahre 352. Der Nikolaustag wird noch heute zum Andenken an Bischof Nikolaus gefeiert und kündigt als Vorbote des Weihnachtsfest an. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Was für eine Geschichte, was für ein Leben, wie Nikolaus gelebt hat, ist doch einmalig, oder? Da fällt mir auch natürlich das Leben von Jesus ein. Jesus war ja auch das Vorbild von Nikolaus. Nikolaus hat viel aus der Bibel gehört und deshalb wusste er, er möchte genauso leben wie dieser Jesus. Er möchte auch diese Dinge tun, wie Jesus getan hat. Er möchte auch den Armen helfen und zur Seite stehen. Gott schickte seinen Sohn, um dem Armen zu helfen. Und im Psalm 145, 15 lesen wir: Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Das ist auf Jesus gemünzt, aber es ist so schön, dass wir als Menschen auch diesen Auftrag nehmen können und dasselbe tun können. Und das hat Nikolaus getan. Deshalb finde ich es so großartig, dass wir jedes Jahr Nikolaus feiern, dass wir uns jedes Jahr an Nikolaus erinnern, weil Jesus das Vorbild von Nikolaus ist. Und ich möchte auch Jesus als Vorbild nehmen. Und ich möchte jetzt mit euch am Schluss nochmal beten und danken, dass Jesus unser Vorbild ist und dass wir auch diese Dinge tun können, die er uns zeigt und sagt. Und vielleicht hast du die Gelegenheit, jemand Armen in dieser Woche zu helfen. Vielleicht hast du die Gelegenheit, jemanden Trost zu geben, jemanden Arm um die Schulter zu legen und sagen, hey, du bist nicht allein oder hey, ich helfe dir oder. Vielleicht kannst du diese Woche auch so ein kleiner Nikolaus sein und Jesu Vorbild sein. Lass uns beten zusammen. Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir so viel lernen durften heute von Nikolaus. Und ich danke dir, dass er so viel Gutes getan hat mit dem, was er hatte, Herr. Und wir haben auch so viel. Und ich bete, dass du uns die Augen aufmachst, damit wir sehen und verstehen, was wir Gutes tun dürfen, Herr. Dass wir auch den Armen helfen können, dass wir auch Freunden zur Seite stehen könnten oder einfach Menschen zur Seite stehen dürfen, die uns brauchen. Herr, ich bete, dass wir auch so ein Stück von diesem Leben von Nikolaus leben dürfen, Jesus. Und ich danke dir, dass wir heute diesen Tag feiern dürfen. Amen. Hallo ihr Lieben, ich will euch gerne etwas vorstellen, und zwar, wie ihr ganz schnell so ein kleines Kekshäuschen basteln könnt. Dazu braucht ihr einmal, ganz wichtig, Butterkekse. Dann zum Dekorieren braucht ihr Smarties, Schokodominosteine, bunte Schokoplätzchen und Gummibärchen. So,
Als erstes braucht ihr auf jeden Fall eine Unterlage. Das ist ein Butterkeks, den könnt ihr auch auf den Karton kleben, dann rutscht er euch auch nicht weg. Und damit euch eure schöne Deko auch nicht wegrutscht, könnt ihr schon mal die Zuckermasse drauf machen und eure kleinen Plätzchen hinkleben, eure Schoko. Und könnt es ein bisschen trocknen lassen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal. Dann nehmt ihr eure Zuckermasse, die ihr aus Wasser und Puderzucker herstellt. Aber ganz wichtig ist, dass ihr sie ein bisschen dickflüssiger anrührt. Die darf nicht fließen, sonst rutscht euer Häuschen ganz schnell weg. Dann nehmt ihr einfach so eine kleine Keksplatte. Tut erstmal hier diese Zuckermasse drauf machen. Und auf der anderen Seite auch, ganz wichtig. Ja. Dann nehmt ihr so einen Dominostein. Das wird euer Häuschen noch ein bisschen zusammenhalten. So. Dann nehmt ihr diese zwei Kekse. Ah, genau, ganz wichtig. Den Dominostein könnt ihr auch noch festkleben. Da tut ihr einfach so ein bisschen Zuckermasse drauf und tut ihn einfach hier oben fixieren. Danach nehmt ihr eure zwei Butterkekse und tut sie einfach hier an Ecke und Ecke hinstellen und einfach zusammenfügen. So, genau. Dann, damit es von oben auch schön hält, dürft ihr einmal mit der Zuckermasse hergehen und einfach nochmal hier drüber. Genau. Und damit es noch so ein bisschen weihnachtlicher aussieht, könnt ihr Kokosraspeln nehmen und einfach so ein bisschen drüber streuen. Dann sieht es aus wie Schnee. So. Dann nehmt ihr wieder eure Zuckermasse, tut einen ganz kleinen Klecks hier vorne hin und könnt zum Beispiel aus Zuckermasse auch so ein kleines Bäumchen dran kleben. Genau, ich drehe das jetzt einmal um, dann könnt ihr das nochmal anschauen. Dann nehmt ihr ein Gummibärchen. Tut auch nochmal so einen ganz kleinen Klecks Zuckermasse hin und könnt den kleinen Mann hier einfach dazustellen. Und fertig ist euer Kekshaus. Gott hat einen Plan für unsere Welt, das größte Geschenk, ja ganz umsonst. Die Welt sollte sehen, wie sehr er sie liebt, jetzt und für immer. Weißt du es schon? Denn die Botschaft heißt: Ein Kind ist gekommen, Friede zu bringen. Sein Name ist Jesus, König der Welt. Er ist da. Die Hirten zuerst, die Weisen dazu, sie feiern Jesus, wie ich und du. Denn die Botschaft hat, ein Kind ist gekommen, Frieden zu bringen. Sein Name ist Jesus, König der Welt. Jesus geboren in einer Krippe, down to earth, direkt in unsere Mitte. Er bringt uns Licht, ja, er bringt uns Freude, denn er liebt all diese Leute. Das sind Geschenke, wie wir sie brauchen. Ohne Jesus wird es nicht laufen. Selbst die Hirten haben es vernommen. Unser Retter, er ist gekommen.
euch heute einen ganz, ganz tollen Sonntag und ich freue mich mega auf nächsten Sonntag, auf den 3. Advent. Habt eine schöne Woche. Tschüss!